Herzlich willkommen bei dem Parfumpaten. Ich bin der Aki und heute geht es um, ja, ich hatte ja im Video, das habe ich davor gedreht, ich mache jetzt zwei Videos hintereinander, quasi deswegen auch die gleichen Klamotten, Freunde, und die gleiche Optik. Ich wollte euch ja ein bisschen von mir erzählen. Ja, ich bin der Schükrü, ich bin 1969 in der Türkei geboren. Und bin dann 1973 quasi, meine Eltern haben mich nach Deutschland, nach Berlin gebracht. Ich bin in Berlin aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen, habe dann die Schule mit, eine Hauptschule habe ich abgeschlossen, erweiterten Hauptabschluss habe ich. Und bin dann in eine Bauschlosserausbildung gekommen, habe die auch abgeschlossen. Also ich bin ein gelernter Bauschlosser und hab sehr früh geheiratet. Ich war noch ein Kind, quasi, ich war gerade 18, hab geheiratet und hab von meiner ersten Frau, wir haben uns scheiden lassen, das war 1999, haben wir uns getrennt. Von der Ehe habe ich 4 Kinder und hab dann 2000, quasi fast in, mit der Trennung, gut, die Trennung war schon vorprogrammiert, Freunde, also es ist nicht gut gelaufen, habe dann eine neue Madame kennengelernt, mit der war ich 8 Jahre zusammen und mit der habe ich einen Sohn, der ist jetzt 22 Jahre alt. Und habe natürlich in der Zwischenzeit, Freunde, ich habe viel erlebt in meinem Leben. Ich habe ein sehr bewegtes Leben. Ich habe mich sehr viel in Schwierigkeiten gebracht. Ich war immer ein Getriebener und wollte immer alles anders machen. Und habe natürlich dadurch, dass ich so ein Getriebener war, mich auch viel in Schwierigkeiten gebracht. Ich war lange Zeit, das ist zwar sehr, sehr lange, lange, lange her, war ich in der schwedischen Gardinen, habe da eine Scheiße gebaut und habe mich da reingeritten und war für eine lange Zeit auch inhaftiert. Und in dieser Zeit habe ich natürlich viel Zeit gehabt, um über mein Leben nachzudenken und habe dann da beschlossen, ich war 1997, bin ich inhaftiert worden und habe dann beschlossen, mein Leben zu verändern, mein Leben in meine Hand zu nehmen und alles anders zu machen, quasi mich neu zu erfinden. Und habe dann durch die Trennung habe meine Kinder alleine großgezogen. Es war eine sehr schwierige Zeit und es war eine sehr große Herausforderung, auch arbeitstechnisch. Die Kinder waren noch sehr klein und die brauchten wirklich viel Unterstützung von ihrem Vater. Und ich habe mir das zur Lebensaufgabe gemacht, meine Kinder zu erziehen, aber so zu erziehen, dass sie eine für diese Gesellschaft was Gutes sind, vernünftige sind, dass sie keinen Quatsch bauen, das hin und her. Nun sind sie alle verheiratet, arbeiten alle, haben keine schlechten Eigenschaften. Also ich bin sehr zufrieden mit das. Und natürlich war das eine schwierige Zeit. Ja, ich habe sie alle verheiratet. Das war natürlich eine teure Angelegenheit. Die Türken, die machen ja nun mal alles pompös. Das ist nun mal schwierig. Das habe ich auch gemeistert. Und irgendwann stand ich dann da ganz alleine und wusste nicht, was ich machen sollte. Also ich habe viel Zeit gehabt. Und da ich Düfte schon immer mochte, also ich habe immer mein Leben lang, bis auf die Zeit, wo ich meine Kinder erzogen hatte, habe ich immer viel Düfte gehabt. Also mein Äußeres, meine Optik war mir schon immer sehr wichtig. Und habe dann so die Gelegenheit gehabt, weil ich auch finanziell jetzt gut dastand, ich habe keine Ausgaben mehr gehabt und habe natürlich auch angefangen, mir ein paar Sachen zu kaufen, ein paar Filme zu kaufen und habe natürlich wie jeder andere in YouTube geguckt, was sagt der. Und im Verlauf dieser Zeit ist mir aufgefallen, dass mir etwas fehlt. Ja? Es gibt sehr viele YouTuber, die einfach einen Duft sehr schnell beschreiben. Wie zum Beispiel, der ist total frisch und sexy und das kommt bei den Damen gut an und der ist Haltbarkeit, ist phänomenal. Ja, das sagt mir aber nicht viel. Ja, das hat mich immer gestört und dann habe ich halt beschlossen, ich mache einen Kanal, wo ich die Düfte doch intensiver beschreibe. Nun musste ich mir das alles aneignen, Freunde. Was macht ein Duft mit der Kombination? Patchouli, Tonkabohne, Vetiver,
und weiß der Geier, was da alles für Inhaltsstoffe gibt. Was machen die kombiniert? Und das versuche ich natürlich euch immer ein bisschen zu erklären. Leider ist es so, dass eine intensive Beschreibung nun mal auch Zeit kostet. Man braucht viel Zeit, um Düfte zu beschreiben. Und heutzutage möchte, ja, die meisten Menschen möchten gar nicht so viel Zeit an einer Stelle verbringen, sondern man klickt sich immer durch, man will schnell informiert werden. Und das hat mich so immer genervt und deswegen habe ich beschlossen, ich mache einen Kanal, wo ich die Düfte vernünftig erkläre. Ich gebe meine individuelle Note dazu, meine Persönlichkeit ist in diesem ganzen Kanal drin, meine Leidenschaft ist in diesem Kanal drin. Es ist, wie ihr seht, habe ich eine vernünftige Kollektion. Das ist auch zugleich meine Chill-Ecke. Also wenn ich wirklich einen schlechten Tag habe, dann setze ich mich hier hin und überlege, was machst du, was sprühst du, was ziehst du dazu an. Und das nimmt mir so ein bisschen den Stress runter. Nun hatte ich, wie ihr seht, habe ich eine ordentliche Kollektion und beschreibe auch die Düfte ein bisschen anders. Nun hatten wir ein Gewinnspiel gehabt, nun haben wir, wie gesagt, auf die 1000 warte ich noch Abonnenten, dann kommt noch ein Gewinnspiel und natürlich nächstes Jahr habe ich Pläne für diesen Kanal. Und einer dieser Pläne war von Anfang an so geplant, ich wollte dieses Jahr nicht so viel Stress machen. Ihr wisst ja, die, die mich verfolgt haben, wissen auch, gesundheitlich war ich ein bisschen angeschlagen und konnte gar nicht so viel machen. Aber nächstes Jahr habe ich natürlich Hardware schon alles besorgt, Freunde. Ich habe mir gleich für nächstes Jahr geht es viel auf die Straße. Das hatte ich ja immer wieder angekündigt. Und habe mir natürlich ein super Gimbal geholt. Das ist natürlich gleich ein professionelles Teil, Freunde. Da kannst du eine 3,5 Kilo Kamera ranmachen und das Ding hält 18 Stunden. Und das Gute ist, die Motoren sind sehr leise. Es bewegt sich sehr gut mit sehr flüssige Bilder bekommst du. Das ist natürlich für ein Interview, habe ich das alles schon, ja, quasi besorgt. Was natürlich hier noch kommen wird, dieses Mikrofonsystem, was ich jetzt habe, ist natürlich für Interviews gut. Aber für zu Hause ist es nicht so gut gewesen. Und deswegen habe ich für meinen Arbeitsbereich, sage ich mal, kommt ein neues Mikrofonsystem. Ja, das müsste jetzt die Tage da sein. Nun wird der Anbieter gewechselt, der Internetanbieter, damit ich auch in Zukunft mehr Live-Videos mache, Livestream. Da habe ich Bock drauf. Entschuldigung, Freunde. Und natürlich, was nächstes Jahr sehr wichtig ist, was ich immer vorhatte, sind kleine Nischenhäuser. Ja, mal reinzugehen, ein Interview zu führen, wie sie angefangen haben, die Räumlichkeiten mal aufzunehmen. Also, so, dass ihr auch so eine kleine Firma kennenlernt. Also eine bequeme Runde suche ich dann. Und da hatte ich mir immer vorgenommen, mit Frau Tonis Parfüm anzufangen. Ich habe noch nicht mit der Dame telefoniert, aber ich denke, nichts spricht dagegen, dass wir unser erstes Interview mit diesem Unternehmen, Frau Tonis Parfüm, anfangen. Das ist natürlich auch in meiner alten Heimat, Freunde, in Berlin, in Tempelhof ist ihr Laden. Also das ist so meine Zukunftsversion, was ich vorhabe für diesen Kanal. Es wird sich weiterentwickeln. Es wird, ja, vieles. Ich springe nicht auf alles an, Freunde. Ich kriege natürlich von denen Anfragen, von denen, willst du das machen, willst du das machen? Und ihr merkt ja, ich mache nichts. Ich möchte so lange, wie es geht, unabhängig bleiben. Ja, ich möchte das sagen, was ich mache. Wie ihr merkt auch, ich habe nie Klone da. Ich möchte keine Klone kaufen, mache ich auch nicht. Ich habe Duftzwillinge da, das geht in Ordnung, weil ein Duftzwilling ist kein Klon. Also Klone habe ich nicht und will auch nichts damit zu tun haben. Deswegen kamen auch Angebote, willst du nicht das machen, das ist ein Klon, will ich nichts damit zu tun haben. Also wenn ich einen Duft habe, dann möchte, dann hole ich mir keinen Klon, dann hole ich mir das Original. Und wenn ich dafür 3 Monate oder 4 Monate sparen muss. Das sind so Sachen, die für mich sehr wichtig sind. Und ja, meine Persönlichkeit bleibt immer so, wie sie jetzt ist. Da wird nicht viel verändert.
Und natürlich möchte ich viel verreisen. Das ist auf meine To-Do-Liste, was ich mir vorgenommen habe. Habe ich schon vieles abgehakt. Aber so dieses Verreisen, dieses Lifestyle, da habe ich Bock drauf, weil ich habe 20 Jahre darauf verzichtet. Durch die Erziehung meiner Kinder war das notwendig, dass ich von meinen Bedürfnissen doch zurückgehe und meine Kinder im Vordergrund stehen für ihre Zukunft. Aber jetzt ist alles erledigt. Ich möchte verreisen und natürlich habe ich noch Wünsche, die ich mir erfüllen möchte. Das ist 2024, denke ich mir mal, Mitte werde ich mir ein super Sportauto kaufen. Da habe ich Bock drauf. Auf das arbeite ich schon hin. Das möchte ich machen. Was es wird, weiß ich noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall ein schönes Ding. Und natürlich ganz in Zukunft habe ich noch Pläne. Also ich möchte euch sagen, nur diesen Kanal habe ich gut durchdacht angefangen. Ich mache das bewusst alles so langsam und nicht zu viel. Ich bin auch, wie ihr merkt, auch kein Hampelmann. Ich mache das so, wie ich wirklich im wahren Leben bin. Wenn ich draußen bin, bin ich sehr spontan. Ich bin sehr schnell anpassungsfähig und ich kann auch gut quatschen. Also das ist so Sachen, die ich immer schon konnte. Das ist so quasi ja, eine Gabe, die mir mitgegeben wurde. Und ich kann auch mit Leuten dies relativ schnell runterbringen und das ist sehr gemütlich mit mir quatschen. Das kriege ich alles hin. Ja, und Zukunft, Freunde, machen wir so weiter. Ganz in weiter Zukunft habe ich noch Pläne, aber das wäre zu viel. Das lassen wir mal jetzt sein. Ich hoffe, ja, so ein bisschen Anregung habt ihr gehabt von meinem Leben, von meiner Persönlichkeit. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ihr wisst, ich versuche wirklich alle zu beantworten. Es gibt natürlich auch Hater, die da schreiben. Und ich hatte ja in einem Video mal gesagt, Freunde, bitte reagiert nicht auf diese Menschen. Ja? Und das muss ich euch wirklich gut schreiben und auch euch loben. Keiner hat auf diese Kommentare reagiert. Und darum geht es ja auch. Keine Reaktion zu geben. Wie gesagt, das ist ein Parfümkanal. Das ist kein politischer, kein Islamkanal oder Christenkanal oder wie auch immer, kein Wissenschaftskanal. Das geht nur um Gerüche, Lifestyle, ja, was ziehe ich an, wohin könnte ich, zu welchen Zwecken. Nur deshalb, darum geht's. Ja, aber ich muss euch ein Lob aussprechen. Vielen Dank, Freunde. Ich lösche auch nicht mehr diese Kommentare. Ich habe eine Zeit lang die gelöscht, aber ich reagiere noch nicht mal auf Löschen. Ich lasse die drinne. Aber es ist cool von euch, dass ihr auch nicht drauf reagiert. Müsst ihr auch nicht. Ja, Freunde, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt das unten rein, in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten. Und ja, das ist ein bisschen natürlich ein kleiner Teil von meinem Leben. Wie gesagt, ich habe ein sehr bewegtes Leben gehabt und ein sehr sportliches Leben habe ich gehabt, aber immer ein Getriebener gewesen bis heute. Ich bin immer noch getrieben, Freunde. Aber Freunde, lassen wir das jetzt nur ein bisschen Bild von mir. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick und bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, meine Lieben.